Ja, dauert aber noch, klar. So, okay. Dann habe ich es auch kurz Zeit. So. Ich konnte mich selber nicht klar, aber deswegen wollte ich ein Bild davon an. Ja, Dito, Mist im Korb. Das wird genial. Das wird ultra shit, ja. So, bin aber Abendessen bis später. Mango bis später. Gute, gute. Lass das schmecken, gell? Ob ich so alt werde? Ernst, komm, moin, moin. Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Also, wenn der jetzt die Do-Version irgendwie stabil hinkriegt. Oder das kleine Team. Ich behalte es einfach mal im Auge. Wenn es soweit ist, dann. Let's go. Da wird wieder drauf gegeiert. Das wäre ein großes Ding wahrscheinlich, wenn du Koop irgendwie angemeldet ist. Er sagt dir schon, er weiß genau, wie das funktioniert mit den Elementen, ne? Dass man halt irgendwie Koop, dass man halt überhaupt zusammen spielen kann. Da bin ich hardcore gespannt. Stell ich mir saulustig vor. Gerade im Nebel und so, ne? Und als Summer Base baue. Das gibt nochmal so ein bisschen The Forest Feeling, aber auf einem anderen Level. The Forest ist saugeil, klar, ne? Ich wollte es nicht so sagen, dass es jetzt irgendwie kacke ist. Aber ist halt nochmal was Eigenes. Und Anscombe, bei dir alles fit? So, ich gehe jetzt an die Base zurück und ja, es ist halt nichts respawned. Also gehen wir an die Base und fangen an zu craften, würde ich sagen. Alles fit, niceness. Da wird das Spiel nochmal einen Käuferschub haben bekommen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich hoffe es für die Entwickler auf jeden Fall, weil wie gesagt, das, was hier so passiert ist mit dem Update, wo wir jetzt die zwei letzten Streams so ein bisschen durchgemacht haben, durchgenommen haben, das Thema Update und Schlechtrede vom Spiel und sahen, dass der Entwickler faul ist und bla bla. Da war ja riesige Diskussion auf Discord auch zum Teil, aber sehr weniger. Und auf Dingens, Steam-Diskussionen. Da habe ich dann aber, wie gesagt, da habe ich jetzt zwei Sachen dazu geschrieben. Halt mal ja auch nochmal kurz. Weil sie halt gesagt haben, so, ne, im Update, man kann das nicht machen und es wird halt verglichen. Ich mach's kurz mit einem AAA-Titel und es ist halt ein Early Access-Game und es ist ein kleines Team dahinter. So kann man froh sein, wenn überhaupt nur Update rauskommt. Wie man das dann irgendwie preisgibt, ne, wann das, ob man es jetzt einfach raushaut, das Update, oder ob man es jetzt sagt, okay, gut, es gibt ein Video, das und das erwartet euch und man dauert, ne, es dauert ein bisschen länger, man verschiebt das Update und haut es dann halt richtig raus. Das, ja. Da war halt Arsch voll Druck dahinter, ne? Deswegen, das tut mir irgendwie so ein bisschen leid für den Entwickler. Aber er bleibt dran, er gibt nicht Luft, das finde ich gut. Definitiv, viele sind Multiplayer und haben keinen Nerv auf Singleplayer. Ja, ich fand es ja am Anfang eigentlich ganz cool, so Singleplayer, Survival. Aber diese Option halt einfach, dass man halt einfach Koop spielen kann. Wie du sagst, das bringt so ein bisschen frischer Wind drin. Und halt Spiele zu zweit oder so macht halt immer mehr Bock. Generell halt Multiplayer. Wenn man so mit seinen Homies ein bisschen spielen kann. Das Fleisch hole ich mir. Oh. Hase? Nee, ich warte, bis die ein bisschen größer sind. Die solle mehr Fleisch entwickeln. Die solle frei leben. So, dass ich so. Ja, ich brauche Essen später. Hallo. Echt, davon habe ich nichts mitbekommen. Aber da kenne ich andere Entwickler, die viel schlimmer sind. Nein! Der Entwickler von Mist, ein super Job. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen stand du auch komplett dahinter gestanden. Also, stehe ich ja immer noch dahinter. Mist Survival ist ein geiles Game. Und das hatte Arsch vor Potenzial und mal gucken, was draus wird mit der Zeit. Also es wird. So wird was Ordentliches draus. Zwar langsam, Stück für Stück, man hat ja, ne, so wie man. Ich weiß, ich wiederhole mich die Tage, habe ich das oft gesagt. Aber jeder Indie-Entwickler oder generell, ne, mit Early Access, jeder fängt clean an und benutzt halt die Standard-Assets, was man halt im Unreal Engine Editor, was man halt benutzen kann. Die halt dann meistens nicht, das war in Phasmo so, das war überall so, das war überall, was zuerst rauskommt, so Early Access mäßig von den meistens Indie-Entwickler. Alles, was in Unreal Engine machbar ist, sah manchmal meistens gleich aus. Und Objekte und so, ne, die Steine, die Fernseher, die Bilder, manche Räume sogar als Mesh und so weiter. Und,
er hat 2018 ja gesagt, dass er das dann Stück für Stück updaten will, aber das hatte viele nämlich auf dem Schirm gehabt. Dass das einfach halt, ne, dass er eigene 3D-Modelle machen will, dass er da jemand einstellen will, der sich drum kümmert, 3D-Objekte zu erstellen. Oder generell halt Texturen, eigene Animationen, Waffe und so. Jeder fängt clean an, sag ich mal so. Jeder fängt einfach clean an. Was zum Teil war das? Oh, da geht's hoch, okay. Ja. Und dann gibt's immer die eine oder andere, gibt's dann immer, wo sich irgendwie ein bisschen aufrege über. Das ist Copy and Paste, bla bla. Nee, nee. Aber gut, das Thema ist durch. Das haben wir, wie gesagt, letzte paar Streams so oft durchgenudelt. Holy moly. Alright, so ist die Base. Ich denke nicht, dass sowas respawned ist. Ich gehe mal zurück zu meiner Base und hoffe auf gut Glück, dass wir die Base jetzt gescheit bauen können. Also unsere Base. Base, Base. Oh shit. Don't. Einfach don't. Oh. Ja, und unser Hund, ne, der Leo, der ist halt immer noch in der Höhe, in der Mine. Vermute ich mal. Als ich gestartet habe, also ich müsste, weil wir gestartet haben, war der Hund weg. Nur noch der Hunibert war da. Der Hunibert. Das war ein bisschen weird. Ich hoffe, der ist nicht verbuggt, weil der Hund, der hat uns echt den Arsch gerettet. Der nimmt alles auseinander. Okay, wollt ihr nichts sagen, aber ehrlich gesagt kann ich zwei Beispiele nennen, wo ich enttäuscht bin. Ah, derzeit habe ich A. Scam habe ich gut. War nicht jetzt in der Zweck. Ich kann mal, wie gesagt, guck mal eine Trailerin oder so. Aber wie gesagt, ich mache mal erste Urteil über das Spiel, wenn ich es halt Werkschmuck gespielt hatte. Vorher irgendwie was zu sagen oder 5 Minuten Gameplay und dann Ende. Und, nee, das mache ich nicht. Ich hätte mal gewünscht, es wären doch so ein bisschen so Zombies und so, aber das ist halt eher so mein Ding, deswegen Mist Survival. Und halt generell so Horror-Games zocke ich gern und so. So alles, was mit Zombies ist, ist halt nice. Aber, muss hier nicht überall sein. Derzeit war dann irgendwie für mich so ein bisschen schnell die Lust weg irgendwie. Hab nur geschrieben, dass ich enttäuscht bin, dass Updates vorangekündigt wurden, werden. Achso, die nicht kommen sind, okay. Ganz andere Dinge. Okay, das ist ein bisschen weird, okay. Das habe ich leider alles nicht mitgekriegt. Was ist leider? Ich habe das nicht mitgekriegt. Aber es ist halt schon weird, dass dann direkt so drauf gefeuert wird. Warte mal, ich drop nur ganz kurz. Oder weißt du was? Ich kann... Ich glaube, die kriege ich hier nicht raus, ne? Irgendwas war doch hier. Ich glaube, die kriege ich hier nicht raus, oder? Oh doch. Ich nehme den mit. Na? Oh shit. Moment. Nice. Ach, ich wollte mein Zeug noch hinmachen. Oh mein Gott, ich dödel. Egal, dann droppe ich hier irgendwas, was ich gerade nicht brauche. Die Kette zum Beispiel kann weg. Also noch. Die Batterie kann auch weg. So, dann habe ich hier Platz für die... Und das hier brauchen wir, weil... Zum Craften, beziehungsweise zum Baseball ab und zu brauchen wir das Mather. Und fürs Fleisch vor allem. Oje. Wie gesagt, direkt mit dem Bann ist halt, das ist schon krass. Hätte es vielleicht erst die Taschen leer machen sollen. Ja, das ist das Problem, dass ich habe das seit Jahren. Ich entscheide mich dann immer, ne? Ich gehe da immer so hin, dann so, na, was mache ich jetzt weg? Was brauche ich nicht? Und dann droppe ich das Zeug irgendwo hin und dann bleibt das dort ewig leer. Und irgendwann laufe ich doch vorbei, da ist was respawned. Dann, ja, ne? Das ist halt ein bisschen, meh. Aber gut, ich lasse mal so. Wir sind hier jetzt an der Base. Ich gehe mal kurz gucken. Moment. Stopp. Wenn wir hier sind, checken wir auch nochmal ganz kurz die Lage, ob hier irgendwo... Ah, okay, ich mache mein Inventar hier. Du hast recht. Machen wir es so kurz leer, komm. Es nimmt nie ein Ende. Es nimmt nie ein Ende.
Aschusch. Check. Check, check. Jo, ist hier gut. What the fuck? Hazel, calm down. Chill your nuggets. Oh, ups. Doch. Can't stop. So. Oder hier, das hier zum Beispiel, ne? Dass man das hier einfach kaputt macht und dann einfach... Hol dir den Motor. Gönn dir den Motor. Gönn dir den einfach. Hm. Oder das hier zum Beispiel auch. Man holt die Axt, Start drauf, zack, hast du ein bisschen Holz. Ist hier nicht so, als hätte man nur Wald, ne? Hm. Ich schwebe Wassermelone Energy. Mega lecker. Wassermelone finde ich ganz cool. Mit Energy habe ich noch nie probiert. Von Ivy. Man, schon nie probiert mit Energy. Wassermelone mit, also Pfefferminze, Wassermelone habe ich mal probiert. Das war ganz cool. Ich habe seitdem ich aufgehört habe mit Zigarette, das ist seit März rauche ich nichts mehr, also Nikotin-Stuff, Zigarette und so. Haben dann angefangen, so wie vorher auch schon ein bisschen beim Dampf. Wo ist denn jetzt die? Himbeere. Ich habe immer Himbeere, pur Himbeere. Haben aber probiert, Himbeere mit Minze und so. Ist auch echt nice. Aber könnte ich mal probieren. Wassermelone Energy? Die Kombination? Klingt eigentlich recht nice. So, moin. Was machen Sie hier? Machen Sie mal bitte Platz hier, bitte. Bitte? So. Sehe ich das männlich? Man kann nur noch hier so Zelte halt in Anspruch nehmen. Warte mal, Permission. Muss ich das vielleicht machen? Mir konnte nur sie befreien. Die andere, wir waren zwar dort, mir konnte sie aber nicht befreien. Es ging leider nicht. Okay, seltsam. Na, vielleicht irgendwann. Ja, ich habe durch das Dampfen auch aufgehört zu rauchen. Und dampfe mittlerweile auch ohne Nikotin. Ja, es ist falsch. Es ist. Ich sag mal, rauchende Lunge ist immer scheiße, ne? Ist generell kacke, aber. Das muss halt jeder für sich selber wissen. Was mal du. Oh Gott, nein. Ich find's angenehmer. Es schmeckt halt. Und die Kleider riechen dann nicht so nur Zigarette. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man normal raucht. Deswegen kann ich das auch verstehen. Und bin dann nicht so der Typ, wo jetzt sagt: Der macht Raucherpause. Warum darf ich Kenny machen? Sondern, what the fuck, will ich so. Ja, und man schmeckt halt nicht nur Aschbecher, wenn man Kuss gibt, saß Hazel. Das ist Mary. Lieblingsmarke ist Bang Juice. Oh, Bang, das klingt, Bang Juice, ich mag Bang Juice. Was also sollte hier stehen? Bang Juice. Mm. Bang, 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 bang. Ja, cool. Ne, muss ich mal ringgoogeln. Muss ich mal googeln. Ich sag immer ringgoogeln. Moin Marzi, alles fit? So, also geht's jetzt ans Craften. Und ich weiß nicht, wie ich denn da hochbekomme, weil, wenn ich jetzt deine Spind hier hochhol, ich krieg den hier nicht durch, ne? Ich kann den dann nicht drehen, irgendwie so nach vorne oder so, so Garry's Mod mäßig. Das wäre zwar nice, aber es geht leider nicht. Kannst du mal auf Website schauen. Gibt's auch immer wieder mal Aktionen. Okay, ja gut, normal, ich kann Dampfer Shop des Vertrauens. Oder meins Vertrauens. Aber ich, kann du gerne mal gucken. Bang Juice. Muss ich mal merken. So, das ist der neue Bogen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier mache. Ich glaube, ich mache das wie bei der Altbase. Erstmal entscheide, wo gehe ich hin. Bleibe ich hier oder gehe ich weg? Oder habe ich mehrere Basen? Bist du eigentlich selbst wickele oder hast du einfach so fertige Coils? Weil ich habe ich wollte mal probieren, halt selber zu wickeln. Also nicht diese Fäde, dieser Stoff und so, die Coils halt selber machen oder nochmal auffrischen. Aber habe mich noch nie so wirklich dran gewagt. Gut, diesen Stackable.
Ich setze das hier dazu und mache... ich weiß, ich muss gleich was trinken, unbedingt. Ich kann halt nur das Pisswasser trinken, ne? Stackable. So. Destillator. Doch, das mache ich jetzt alles. Wie gesagt, ich habe heute vor, Base zu bauen. Habe vor, den Bogen auszurichten, beziehungsweise, dass der Bogen gescheit funktioniert, der neue. Und ja, alles, was Crafting angeht, halt langsam anfangen beim Craften, dass das alles gescheit funktioniert. Das wäre nämlich gerade mal alles mit, was man gebrauchen könnte zum Craften, dann können wir das gleich hinzufügen. Ha? Ja, ja, nur langsam, ist alles gut. Das war mit Electronical, ne? Ich schnell's mitkommen. Was jetzt? So, okay. Die kommen da rein und den Rest behalte ich jetzt erstmal bei mir, ne? Das sind alles für craftable Stuff hier. Das brauchen wir alles. Munition, warte mal. Für die Revolver. Oh, ups. Das war doch hier gewesen, ne? Ja, hier ist die Revolver. Und das war für die Hunting Rifle. Mache ich auch hier dazu. Ich lass immer. Ich lass immer selber wiegen. Ich selber bin, glaub, zu blöd dazu. Nimm immer zu wenig Watte. Okay. Es ist ein bisschen schwieriger. Ich hab mal Videos davon angeguckt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das auch kann. Keine Ahnung. Aber gut, wenn man jemanden hat, wo das dann kann, warum nicht? Ist cool. So, ich nehme das hier mit. Dann brauchen wir das hier noch zum Craften. Ich tue zuerst alles vorstellen, ne? Also so, wie ich mir das vorstelle. Dann können wir es immer wieder abreißen. Und dann gehe ich hin und... ja, füge alles in, was ich kann. Und dann hoffe ich, dass man noch irgendwie Loot findet. Im Vape-Shop? Oh, cool, okay. Das ist gar nicht so verkehrt. Das müsste ich wohl bei mir fragen. Ne, ich probiere es erst mal selber, ob das überhaupt so funzt. Ob ich das kann. Aber wenn es so klappt, warum nicht? So, der Eimer brauchen wir später für Wasser. Das machen wir jetzt noch nicht. Hunting Rival, das machen wir jetzt auch noch nicht. Und Auto, ja, sad, ne? Es geht halt nicht. Oh. Drop that shit like it's hot. Shit. Nochmal kurz was trinken. So, und dann gucke ich, wie bauen wir das jetzt am besten? Gehe ich in die Höhle und baue dort was? Oder baue ich hier mein Stuff? Ich meine, ich habe hier schon die Werkbank und alles, ne?